Bekämpfung von Ameisen, die am Haus, auf der Terrasse, in dem Mauerwerk, aber auch im Innenräumen zu Schaden gehen können, weil sie eben in Isolierungen im Boden oder aber auch in den Wandisolierungen eindringen. Sie dringen von außen in die Häuser hinein. Dazu gibt es zwei verschiedene Anwendungen. Es gibt einmal ein Spray, in dem man sprüht, und zwar die Straßen, aber auch in die Nester hinein, wo die Ameisen, also die Arbeiterinnen, dann das Futter hineintragen, sofort wirkend für einen längeren Zeitraum. Das ist ja auch wichtig, bis zu 6 Wochen. Das Streu- und Gießmittel zur Anwendung im Außenbereich. Dazu gibt es Packungen, je nachdem, wie viel man benötigt. Dann kleiner, wenn man nur wenige Stellen bekämpfen muss, mit 250 Gramm oder aber auch in einem größeren Gebinde mit 5 Kilogramm aus dem Eimer jeweils das Granulat. Ameisen sind staatenbildende Insekten in sehr komplexen Systemen, in denen sie leben. Und was wir sehen, sind die Arbeiterameisen, die also die Aufgabe haben, Nahrung zu suchen und diese Nahrung ins Nest einzutragen, um da die Brut zu füttern. Und dabei ist dieses Streu und Gießmittel sehr gut, weil es Art 1 auf Zuckerbasis ist. Also das lockt die an, das ist Nahrung für sie und hat dann die abtötenden Wirkungen. Und zum Auftragen dann eigentlich dort, ebenfalls wo die Ameisen die Wege haben, also die Wege, die sie nehmen, um zu laufen, Futter zu holen und das Nest einzutragen. Das kommt in zwei Möglichkeiten, also einmal hier durch die Löcher, dass man es da ausbringen kann, oder aber, wenn man gezielter ausbringen will, auch in der Öffnung. Granulat ist sehr gut angefärbt, man sieht also auch, wie man es ausbringt. Die Menge ist ungefähr 10 Gramm pro Quadratmeter. Und ich mache das jetzt mal und gebe das jetzt mal hier auf die Flächen. Ja, gar nicht zu viel, denn das suchen die sich dann schon und tragen es dann ein. Ebenfalls ein sofort wirkendes, weil es eben ein Insektizid hat und hat dadurch, dass es gebunden ist in dem Granulat, auch die lang anhaltende Wirkung, also bis zu 6 Wochen. Wirkung auf die Ameisen. Und so verhindert man, dass die Ameisen dann also große Staaten in den Isolierungen jetzt hier am Haus bilden würden und da dann zu Schaden gehen. Ameisenstreu und Gießmittel ist ja ein Granulat, ist also wasserlöslich. Wir können es also auflösen im Wasser. Wir haben es hier einmal vorbereitet. Menge ist 10 Gramm pro 500 Milliliter, halben Liter. Und dann kann man es sehr gezielt und gut eben über so eine Gießkanne dann wiederum in den Wegen, wo die Ameisen laufen oder wo sie ins Nest es eintragen, dann aufbringen. Ich zeige das einmal hier, also ebenfalls wieder der Übergang am Haus. Zeigen wir jetzt einmal die Anwendung des Sprays. Das Spray kommt mit dem Sprühkopf, den man dann aufsetzt. Und das wirkt sofort und das wirkt lang anhaltend, bis zu 6 Wochen. Und man sprüht damit gezielt eigentlich die Wege der Ameisen ein, also die Futter holen und Futter eintragen ins Nest. Ich zeige das mal hier. Hier hat man ganz gut am Übergang von der Terrasse zum Mauerwerk hat man diese Ritzen, die Ameisen sehr gerne nehmen. Sollte auch nur so sprühen, dass es feucht ist, also nicht zu viel Flüssigkeit eigentlich da ist, soll nicht nass werden. Und wir machen es jetzt im Außenbereich. Wenn man im Innenbereich das anwendet, dann sollte man anschließend gut lüften, denn wir wollen es ja nicht in der Raumluft haben. Und das andere ist auch an Oberflächen natürlich vorsichtig sein. Und wenn man es abwischen muss, dann mit handelsüblichen Reinigern. Wenn ich jetzt in die, und das ist ja gerade beim Mauerwerk und in die Dämmung hinein schwierig, da gibt es so eine Aufsetzverlängerung für den Sprüh und da kann man dann also jetzt ganz gezielt hier rein in den Weg der Ameisen in die Nester hinein
das Mittel einbringen oder auch hier, wo man dann gezielt in diese Bereiche hinein es auftragen kann und hat somit immer die Flächen noch besprüht, die dann die Arbeiterinnen, die Richtung Nest wandern, dann nehmen müssen und dann als Fraß- und Kontaktinsektizid damit bekämpft werden. Und was auch gut ist, und so haben wir es jetzt auch gemacht, dass man die Behandlung am Morgen oder am Abend macht. Warum? Da sind die Ameisen in ihren Nestern. Und wenn dann am Morgen die Arbeiterinnen rauskommen und die Nahrung aufnehmen, dann werden sie Kontakt damit berührt oder aber sie tragen es dann in das Nest ein.